So, haben wir es dann jetzt endlich zum großen Übel geschafft, Legolas? Seht, unser Feind ist vor uns. Oh ja. Oh ja. Das ist dann wohl unser Gegner hier. So, komm, lass mal draufhauen. Im Zweifel immer erst mal draufhauen. So, schneller Bogen. Komm, Feinde. Reißt und zerrt. Nagt und zermalmt. Ach ja, die Wurzeln. Ich erinnere mich an den Kollegen. Er legt erstmal eine Pause ein, während wir jetzt hier Wurzeln bekämpfen dürfen. Bietet uns aber die Möglichkeit, wieder ein bisschen den Fokus aufzuladen. Ist auch nicht völlig übel. So, nein, das wollte ich gar nicht, verdammt. Bin ich aus Versehen verrutscht beim Auswählen meines Skills, den ich benutzen will. Naja, egal. Fokus ist ja schon wieder voll. Ist jetzt nicht so spannend, die Wurzeln zu bekämpfen, weil sie uns auch nicht weiter was tun können, ne? Ich glaube, von dem stehe ich sogar zu weit weg, dass er mich überhaupt angreifen kann. So, geht's mit unserem Freund weiter. Wunderschön. Geh mal auf Legolas los, bitte. Ich will gerade mal eine Falle legen. Hier, geh in die Falle. Du Trottel. Du Troll. Ha. Jetzt habe ich dir mal gegeben. Du Troll. So, schneller Bogen. Ich kann ja immer noch theoretisch meinen Fokus sofort wieder aufladen. Aber brauche ich ja eigentlich gar nicht. Lohnt sich bei ihm nicht. Feinde, reißt und zerrt. Den 10.000 Punkte gräbt er seine Wurzeln aus. Und dann ist erstmal wieder Wurzelklatschen angesagt. So, und für die benutze ich eh keine fokusverbrauchenden Skills. Wäre viel zu schade drum. So, Spaltschuss. Mit Legolas an der Seite ist es halt auch nicht so das Riesenproblem, weil er halt doch ganz gut mitkämpft. Ich würde jetzt nicht sagen, dass er so die Riesen-Ultra-Hilfe ist, aber geht schon. Dadurch, dass wir auch ein bisschen gestärkt sind, dass wir gepimpt sind, passt das. Man kann ja immer in den Pausen, in denen er hier jetzt steht, auch theoretischerweise sich total erholen. Also ich könnte ja auch Legolas die Arbeit machen lassen. Man muss halt nur aufpassen, dass er eben nicht uns nicht wegstirbt hier an der Stelle. So, Falle. Haha, du bist hineingelaufen. Weil du ein Troll bist. So, und dann geht's auch schon zu Ende mit dir. Nur noch 5000 Lebenspunkte. Ach ja, wenn ich dran denke, wie viele Lebenspunkte die Gegner später haben, auch ohne roten Rahmen. So, vorbei ist es jetzt. Gut, doch nun erholt euch für einen Moment, denn auf dem vor uns liegenden Weg warten schlimmere Übel auf uns. Ja, ja. Geht gleich los. Oh, wir haben den Trollbezwinger geschafft. Den leichten Trollbezwinger. Gibt's auch nur 5 Punkte für, schade. Mittelschwer müssten wir jetzt nochmal 160 Trolle hier in den Trollhöhen töten. Ich glaube, dazu wird es nicht kommen. Ich glaube, so viel werde ich dann nicht mehr finden. Könnten uns jetzt auch Trollbezwinger nennen, aber ich finde den Titel jetzt nicht so geil, muss ich sagen. So, ich bleibe ja sowieso lieber dabei, Aigi aus Rohan zu heißen, einfach nur. Ich finde den Titel ganz schön, ganz neutral eigentlich, passt eigentlich so. Wir nähern uns der Quelle des Bösen. Ich wusste, wann ihr den Rufer des Moores besiegt hattet, Aigir, denn seine Gewalt über die Kreaturen des Sumpfs hörte urplötzlich auf. Ja, du hast ja nicht mitgekämpft, du hast das ja nicht mitgekriegt ansonsten, wann er getötet wurde, ne? Nee. Es ist immer noch etwas im Gladalf, denn das Böse, das diesen Ort verderbt hat, ist nicht mit dem Tode des Waldtrolls verschwunden, der uns angegriffen hat. Es steckt noch etwas anderes hinter diesem Leid. Die Spur führt weiter nach Osten. Kommt. Weiter geht's! Es war noch nicht Schluss, das war noch nicht der Endgegner in dieser Instanz. Es gibt noch mehr zu erledigen. So. Ja, Legolas, mach du mal. Ich trinke dabei mal wieder kurz was. Irgendwie ist meine Stimme echt angegriffen. Ich weiß auch nicht. Die kratzt total. Dabei bin ich doch gar nicht mehr erkältet. Ich war jetzt eine ganze Weile lang erkältet. Was nicht sonderlich schön war. Weil es irgendwie ewig lang angehalten hat.
Und hat mich auch ein bisschen genervt, weil ich in der Zeit nicht Let's Playen konnte und eigentlich wirklich mal wieder musste. Deswegen ist auch ein paar Tage lang kein Herr der Ringe online gekommen, weil ich... Ja, das war das Lustige. Ich hatte aufgenommen und hatte eigentlich noch ein paar Folgen über. Aber ich hatte die noch nicht nachsynchronisiert hier, die Stellen, wenn dann immer bloß was dasteht. Und das konnte ich nicht mit verstopfter Nase machen, weil es halt einfach scheiße klingt. Naja, und so sind dann halt keine Folgen rausgekommen, ne? Ja, aber eigentlich sollte das längst überwunden sein, von daher... Ich hoffe zumindest, dass ich nicht schon wieder in eine Erkältung reinsteuere. Das wäre uncool. So, bauen wir mal hier eine neue Falle hin. Komm zu mir, Waldtroll. Komm. Trau dich. Ich bin doch die größere Bedrohung, nicht wahr? So, siehst du? Sag ich doch. In die Wurzeln reingeschleudert zu werden, ist aber auch gemein. Das muss doch nicht sein. So was mieses, fieses. Voll der Mobber hier. Andere in Wurzeln reinzuschubsen, also wirklich. Ist ja wie im Kindergarten. So, und fürs Bäumchen habe ich da wieder genug Fokus angesammelt. Ein Träumchen. So, komm. Los geht's. Kommt auch direkt zu mir, der Kleine. Der weiß, wie sich's gehört. So. Schneller Bogen. Und noch irgendeinen vernünftigen Skill. Und dann haben wir das auch. Ich glaube, jetzt geht es nicht mehr so weit. Also ich glaube, die größte Strecke der Verfolgung der Spur sollten wir schon absolviert haben. So, da bin ich wieder. Da ist mir gerade schon wieder die Aufnahme abgeschmiert. Wieder in einer Instanz und wieder lag es daran, dass meine externe Festplatte der Meinung war, nicht mehr erkannt werden zu müssen von meinem Computer. Dass das immer in den Instanzen passieren muss. Es ist schrecklich. Oh, falsche Taste. Na gut, was soll's. Wir sind jedenfalls wieder an der Stelle wie vorhin. Der Weg vor uns ist durch Bäume und Wurzeln versperrt. Wir müssen sie beseitigen. Zumindest so fast. Also ich bin wieder hier hinten jedenfalls. Hab mich bis hierhin wieder durchkämpfen müssen jetzt. Ich musste halt nochmal die Mission und damit nochmal die komplette Instanz anfangen. Die ja doch schon ein bisschen geht, ne? Die ist ja doch nicht kurz, muss man sagen. Aber was soll's. Mir wäre es halt lieber gewesen, wenn solche Sachen, wenn sie schon passieren müssen, dann vielleicht im freien Spiel passieren. Das Glück habe ich leider nicht. Naja, was willst du machen? Man kann sich nicht aussuchen. So, Legolas, bekämpf mal hier die Kleinen. Ah, na komm, ich mach mit. Es dauert ja sonst ewig, wenn ich dir das allein überlasse, die Aufgabe. Du kriegst das doch nicht hin in adäquater Geschwindigkeit. Du Lahmarsch. So. Kommt, ich spüre, dass unser letzter Gegner auf uns wartet. Ja, unser letzter Gegner erwartet uns. Warte kurz. Ein tiefes Grauen liegt über diesem Ort. Und wir werden gleich sehen, wovon das Grauen kommt. Aber wir können es uns vielleicht denken. Der Nazgul ist hier. Dann beweise, wie treu du dem großen Auge bist. Mach diese Eindringlinge fertig. Tauschak. Im Namen des großen Auges. Da haben wir gesehen, was sein Plan war. Er hat nicht die Steintrolle, sondern die Waldtrolle als seine Lakaien genommen und hat sich hier verkrochen, hat sie mit seiner dunklen Macht gestärkt und hat ihnen einen Anführer gegeben, der, naja, eben durch die Kraft des Nazgul ein bisschen gepimpt wurde. Wir sehen ja, ist ein Stück größer als die anderen. Und der sie auch so kühn gemacht hat. Und wir merken, der Nazgul muss nicht mal selbst kämpfen, um richtig böse Unheil zu stiften. Und das ist eben das, was Elrond so beunruhigt hat, als er uns auf die Suche nach dem Nazgul geschickt hat. Leider ist der Nazgul auch jetzt wieder entkommen. Aber erstmal sollten wir uns um den Waldtrollkönig kümmern, um Tauschak. Tauschak wird nicht so leicht fallen. Tja, nicht leicht fallen, aber auch der stärkste Turm kann zerbrechen und so kannst auch du fallen, mein Freund. Je größer du bist, desto tiefer ist der Fall. So, kein Problem, dann hauen wir halt ein bisschen länger auf dich drauf. Dadurch, dass wir gepimpt sind in der Mission, ist das nicht das Problem.
Oh, jetzt kommt er mit beschworenen Wurzeln. Ist das nicht niedlich? So was Putziges. So, können wir so auch mal den großen Skill anwenden. Oh, hallo Sauron. Auch er ist wieder mit von der Partie. Das lässt sich unser Freund Sauron nicht nehmen, hier auch mal vorbeizuschauen. Naja, warum nicht? Wir haben ja gern Gäste. Dann schaut er uns halt mal über die Schulter, wie wir einen seiner niederen Verbündeten fertig machen. Kein Problem. So, Tauschak ist insofern ein geringeres Problem als der Waldtroll zuvor, dass er nicht ständig Pausen macht, um halt dann uns nochmal gegen kleinere Gegner kämpfen zu lassen, sondern er schickt zwar auch Wurzeln rein. Hier, Legolas, magst du vielleicht mal mitkämpfen? Bei mir ist es so schwarz-weiß hier, ich sehe nicht mehr so gut. Er schickt zwar auch Wurzeln rein, aber er kämpft währenddessen selbst weiter und... Naja, jetzt hält das auch nicht mehr länger durch. Zeit abzurechnen. Ende. Gut gemacht. Dank eurer Hilfe war Tauschak Mordor in der Tat nur kurz zu Diensten. Ja, war wirklich eine sehr kurze Zeit. Es hat wahrscheinlich 2 Minuten gedauert, die er Mordor zu Diensten war. Bloß gut, dass es nicht länger war. Die Angst ist verflogen, aber die Erinnerung an das Böse bleibt. Er wäre wahrscheinlich auch stärker geworden noch. Ich konnte den Nazgul zwar nicht mehr sehen, er ist aber nicht sofort verschwunden. Die Legende sagt, dass einer der Ringgeister ein König der Ostlinge war, der über große Fähigkeiten beim Verfolgen und Anschleichen verfügte. Nur die Furcht, die schwer auf meinem Herzen lastete, verriet mir seine Gegenwart. Das ist jetzt vorbei, doch die Erinnerung daran lastet schwer auf mir. Es ist gut, dass ihr Tauschak besiegt habt, denn der Nazgul hatte ihm genug Macht verliehen, um die Waldtrolle hinter sich zu scharen. In größerer Zahl hätten sie sogar im Ladris selbst bedrohen können. Für sich genommen sind sie eine weit geringere Bedrohung. Wir sollten zurückkehren, Aegir. Der Gladalf wird kalt und traurig. Auf zurück nach Bruchtal. Wie kann ich euch zu Diensten sein? Wenn ihr bereit seid, nach Imladris zurückzukehren, so werde ich mit euch gehen. Wir müssen berichten, was hier geschehen ist, auch wenn es schlechte Nachrichten sein werden. Legolas hat den Nazgul verfolgt, vermutlich den Fährtensucher, und seinen Plan vereitelt, sich mit den Waldtrollen zu verbünden. Der Ringgeist jedoch konnte entkommen. Der Nazgul muss gefunden werden, denn er weiß sicher, dass der eine Ring in Bruchtal ist, auch wenn zu hoffen bleibt, dass ihm die geheimen Pfade dank Elronds Wachsamkeit verborgen bleiben. Solange noch einer der 9 außer Landes ist, können wir Bruchtal nicht verlassen. Denn weder der Ring noch der Ringträger könnte unbeschadet die Grenzen der Trollhöhen passieren. Und so hat man eine Erklärung gefunden, warum die Ringgemeinschaft eigentlich erst so spät aufgebrochen ist. Wir sind dran schuld, weil wir es nicht eher geschafft haben, den Nazgul zu finden. Und unsere Aufgabe wird auch in Buch 5 weiterhin sein, finde den Nazgul und verhindere, dass er noch mehr Ärger macht. Wie kann ich euch zu Diensten sein? Wir haben die Pläne des Nazgul durchkreuzt, indem wir den Waldtroll Tauschak vernichtet haben. Aber dass so ein mächtiger Diener des Feindes entkommen konnte, betrübt mich. So, wie sieht denn der Bogen aus? Nicht besser als der, den wir schon haben. Okay. Was haben wir noch? Höschen? Oh ja, das gefällt mir sehr gut. Die Fährtensucherhose. Was haben wir ansonsten noch? Tauschaks Verderben. Ja gut, meine Güte, das... Wir kriegen auch mal wieder einen Dolch, der Beweglichkeit verursacht, aber das ist eigentlich unschlagbar fast schon, die Fährtensucherhose. Die Talismane, egal, wir bleiben bei der Fährtensucherhose, wunderbar. Würdet ihr mir bitte einen Augenblick Gehör schenken? Buch 4, Kapitel 9, Eiliger Abschied. Ich glaube nicht, dass dies das Ende unserer Suche nach dem Nazgul ist, der den Wassern des Brünen entkommen ist, Aegir. Im Gegenteil, dies ist erst der Anfang des Ärgers, den er verursachen könnte. Wir müssen Herr Elrond mitteilen, was geschehen ist. Einige von uns sind in Imladris mit einer geheimen Aufgabe betreut worden und ich fürchte, wir haben schon zu viel Zeit verloren. Redet mit Herr Elrond im letzten heimeligen Haus und berichtet ihm von unserer Reise zu Tauschaks Lager und lasst ihn wissen, was wir dort vorgefunden haben. Wir dürfen keine Zeit mehr verlieren. Okay, auf zu Elrond! Den Weg kennen wir ja mittlerweile schon, das ist ja jetzt kein neuer Weg mehr für uns. Und mal schauen,
welche Ideen er jetzt hat, wo wir hingehen könnten und wer uns dabei helfen könnte, denn hier irgendwie weiterzukommen. Ich muss mal mir in Erinnerung rufen, dass ich hier zu Aragorn noch gehen muss. Der hat ja irgendeinen Quest, aber das war, glaube ich, jetzt für unsere Hauptquest relativ uninteressant. Ach nee, Quatsch, das war ja Buch 6, Kapitel 1. Stimmt, das hatte ich ja nachgeschaut. Ganz vergessen. So, naja, zumindest haben wir dann jetzt erstmal die Bedrohung in den Trollhöhen damit verhindert, dass dort irgendwas Größeres aufziehen kann. Und es war ja einiges. Es war ja nicht bloß der Nazgul, das war ja auch, dass wir es mit Glorfindel gemacht haben, was nicht zum Hauptquest gehört. Also der Arid-Fürst, die Waldtrolle haben mit dazugehört, die Steintrolle haben mit dazugehört, die Korkur, gut, die waren jetzt keine so große Gefahr. Aber letztendlich hat sich das alles so ein bisschen potenziert, ne? Und dann vielleicht auch noch in der Nähe des Kadavers, des Pferdes, haben wir ja auch die Kargul gefunden. Also hier war schon einiges an bösen Wesen unterwegs, ne? Kann man nicht sagen, dass die Trollhöhen nicht besonders gefährdet gewesen wären. Aber wir haben uns allem gestellt und zumindest die Gefahr ein bisschen minimiert. Es gibt auch noch andere Feinde, die ich euch jetzt gar nicht gezeigt habe, die hier genauso noch mit drin vorkommen. Zum Beispiel die Gauredain oder Gauradan. Die werden wir noch später kennenlernen, denn die sind vor allen Dingen im Forrochel sehr vorrangig als Gegner zu treffen. Und dort werden wir noch mehr als genug auf die treffen. Deswegen greife ich da jetzt nicht weiter vor, was das eigentlich für welche sind. Aber die gibt es hier im Süden der Trollhöhen auch schon. Die Nazgul werden den Elrond niemals überqueren, solange ich ihn nicht. Ich weiß, Elrond, ich weiß, du erwähntest es bereits schon mal beim letzten Mal. So, Buch 4, Kapitel 9, Eiliger Abschied. Hoffnung ist nicht vergeblich. Eigier, ich freue mich, das zu hören. Grämt euch nicht so sehr darüber, dass der Nazgul wieder verschwunden ist. Eure mutigen Taten und Legolas Fähigkeiten haben seine schrecklichen Pläne mit den Waldtrollen durchkreuzt. Tatsächlich hat mir eure Begegnung mit dem Nazgul zu der Erkenntnis verholfen, was nun zu tun ist. Ich werde mit Gandalf sprechen, denn die Erfüllung der Aufgabe, von der ihr gerüchteweise schon gehört habt, ist ob der Neuigkeiten, die ihr mir gebracht habt, jetzt noch dringlicher geworden. Euch möchte ich jedoch bitten, dass ihr eure Aufmerksamkeit auf den Nazgul richtet. Okay, ich schaue mir nur kurz den Ring an, den Ohrring. Nö, der ist nicht so. Nö, brauchen wir nicht, passt schon. Ein seltsames Schicksal hat euch hierher gebracht. Damit geht es auf in Buch 5, Kapitel 1, ins Nebelgebirge. Ich befürchte, dass ihr den Nazgul zwar aus den Trollhöhen verjagt habt, er aber immer noch plant, Bruchtal anzugreifen. Nördlich und östlich von Bruchtal leben Bilwisse und sogar noch schlimmere Kreaturen, denen er seinen Willen aufzwingen könnte, um sie gegen uns einzusetzen. Ich möchte euch bitten, dass ihr den Nazgul weiter verfolgt und ins Nebelgebirge reist. Mensch, das Reden ist heute schwierig. Dort könnt ihr Gloin um Hilfe bitten, der sein Lager am Ende des Passes aufgeschlagen hat, der von Bruchtal ins Nebelgebirge führt. Geht nun, denn es steht nicht nur die Sicherheit von Bruchtal auf dem Spiel. Ganz Mittelerde ist auf eure Taten angewiesen. Gut, gut. Ich habe mich jetzt doch umentschlossen. Ich glaube, ich werde jetzt doch nach Buch 4 schon Schluss machen. Aber wir werden noch zu Gloin hinreisen. Sprechen werden wir mit ihm erst beim nächsten Mal. Ein Vorwort gibt es ja diesmal nicht zu diesem Buch. Und ja, was wir dann im Nebelgebirge genau machen werden, das werden wir dann dort sehen. Ich weiß übrigens nicht so wirklich, warum Gloin eigentlich im Nebelgebirge ist. Normalerweise ist er ja auch mit hier in Bruchtal. Der nimmt ja am Rat teil und so weiter. Also der ist ja eigentlich der Gesandte vom Erebor, der hierher kommt, und Gimli begleitet ihn bloß, weil er halt der Sohn ist. Und ich weiß nicht, warum er jetzt im Nebelgebirge rumkriecht. Das leuchtet mir nicht ganz ein, muss ich sagen. Naja, was soll's. Ist halt so. Stört mich jetzt auch nicht sonderlich. Ich meine, er ist ja zumindest noch in der Nähe. Und so kommen wir zumindest mal ins Gebirge. Das war wahrscheinlich das Ansinnen dabei. Weil es ansonsten nicht viel gibt, was dorthin führt. Also nur die Reise, die jetzt so die Suche des Nazguls oder die Suche nach dem Nazgul betrifft. Das ist eigentlich alles, was wir dort machen. Mehr gibt es dort nicht. Also es gibt natürlich noch dann Nebenaufgaben, die mit Riesen und mit anderen Viechern zu tun haben. Und auch, da ist es eigentlich ähnlich wie auch in den einsamen Landen. In den einsamen Landen war es ja so gewesen mit Ivar, dass wir Ivar nicht direkt getötet haben, sondern
nur vertrieben. Und das eigentliche Vernichten von Eva findet dann in einer Instanz statt, die man machen kann, aber nicht muss. Und genauso ist es im Nebelgebirge eigentlich auch, beziehungsweise so ähnlich. Ich werde jetzt noch nicht verraten, worum genau es dabei geht. Aber dort wird ein größerer Gegner aufkommen, den man nicht im Hauptquest bekämpft, sondern der eine Instanz oder eine Instanzengruppe sogar, ich glaube es sind 4 Instanzen oder so, mit sich zieht. Das Problem ist, ich habe leider noch nie diese Instanzen bestreiten können, bewältigen können. Weil das Problem mit denen ist, das sind nicht bloß Gefährtenaufgaben für große Gefährtengruppen, sondern es sind Schlachtzüge, das heißt für 12 Mann ausgelegt. Und ja, zauber mal 12 Mann irgendwo her, das ist nicht so einfach. Deswegen habe ich das leider noch nie machen können und weiß nicht genau, wie sich das dramaturgisch gestaltet dort. Keine Ahnung, habe ich selbst noch nie erlebt. So, aber wenn wir schon hier hoch machen, dann kann ich euch gleich noch jemanden zeigen, der hier herumsteht. Was davon? Ne, ich glaube nicht, ne? Ich glaube, es war hier hoch. Wir hätten jetzt eigentlich gerade rechts abbiegen müssen, aber hier in Imdolen gibt es noch jemanden, den wir bisher noch gar nicht gesehen haben. Ich weiß jetzt auch nicht, inwiefern... Ne, ich glaube, bei ihr ist nix. Weil sie ist ja im Prinzip hübsch, aber nutzlos. Und das ist Arwen. Ich bin erst kürzlich nach Bruchtal zurückgekehrt. In das Haus meines Vaters. Ja, ich weiß, du warst... in Lorien. Ja, ich glaube, das ist die beste Beschreibung für Arwen, die man finden kann. Hübsch, aber nutzlos. So ist es halt mit ihr. Eigentlich, ja, sie ist halt nutzlos. Es tut mir leid, ist aber so. Ich finde, sie ist jetzt nicht so toll gestaltet, weil sie ja eigentlich das schönste Wesen unter der Sonne sein soll. Aber, naja, zumindest finde ich sie jetzt nicht so hübsch. Naja, was soll's. Egal, ich wollte es euch nochmal zeigen. Sie steht halt immer hier oben rum und schaut in die Welt raus. Ich muss sagen, ich bin kein großer Fan von Arwen. Weil sie halt, wie gesagt, so unglaublich nutzlos ist. Und mich stört auch bei ihr, dass sie... Sie entscheidet sich ja aus Liebe zu Aragorn dafür, ein sterbliches Leben zu haben. Aber sie rafft bis zum Ende, bis dann Aragorn sein Ende hat, nicht, was es eigentlich bedeutet, sterblich zu sein. Mit Aragorn ist es ja so, als er merkt, dass er dann schwächer wird und dass seine Zeit so langsam gekommen ist, nutzt er eine Gabe, die den Numenoren gegeben ist, und zwar, dass er selbst über sein Ende entscheidet. Er schläft sozusagen friedlich ein, durch eigenen Willen, und stirbt. Und verabschiedet sich halt vorher noch von Arwen. Ich glaube, er sucht sich sogar einen Geburtstag aus, ich weiß nicht den wievielten, zu dem er stirbt. Ja, und sie sprechen halt vorher noch, und sie rafft erst in dem Moment, was es eigentlich heißt, sterblich zu sein. Und danach zergeht sie an Trauer und ich glaube, sie hat sich keinen Gefallen damit getan, sterblich zu sein. Naja, was willst du machen? Shit happens, war dann zu spät. Denn sie durfte dann auch nicht mehr in den... Oder ich glaube, ich weiß gar nicht, ob sie noch in den Westen gedurft hätte, ich glaube aber nicht. Ich glaube, dadurch, dass sie die Sterblichkeit gewählt hat, durfte sie nicht mehr in den Westen. So, und hier kommen wir in das einzige... Was haben wir denn da? Schon ein Quest für die... Ja, ja, Schneekreaturen töten. Kann ich ja mal mit annehmen. Hier gibt's dann... Ich habe ja mir die Aufgabenpacks ja auch gekauft. Das ist das einzige Gebiet, in dem es ein bisschen winterlich aussieht. Nein, stimmt nicht ganz. Es gibt noch in Rohan 1. Schon wieder ein Quest, Mensch. Sammelt Reliktfragmente? Ja, ja, von mir aus. Früher hat man das nicht einfach so reingeworfen gekriegt. Da gab's irgendwelche Questgeber. Es gibt noch ein Gebiet in Rohan, das auch sehr winterlich ist. Dort hat das aber bestimmte Gründe, die nicht natürlichen Ursprungs sind. Das habe ich aber nicht gekauft. Also wenn ich dann nicht zufälligerweise, wenn wir dort sind, gerade mir den VIP-Status zulegen sollte, werden wir davon leider nichts sehen. Muss ich mal schauen. Mal schauen. Irgendwann wollte ich mir sowieso nochmal den VIP holen. Für 1 oder 2 Monate. Mal sehen. Auf jeden Fall ist hier Cloyns Lager. Das ist halt auch bloß so ein... Es ist halt ein Lager. Ein Lager ist immer bloß temporär. Und genauso ist dieses hier aufgebaut. Und hier haben wir Gloin. Quasi Gimli in noch älter und weißhaarig, wenn man so will. Und mit ihm werden wir erst beim nächsten Mal reden, wie ich gesagt habe. Mit dem kleinen Hutzi. Und dem einem der Weggefährten von Bilbo. Ne? Wir werden noch mehr... treffen, glaube ich. Also, nee, eigentlich im Hauptquest nicht, aber ich glaube, ich werde mal zu ihm gehen. Und zwar Dwalin werden wir noch treffen. Wir haben ja auch schon Dori getroffen. Ich glaube, die drei sind die einzigen, die wir treffen können.
Denn die meisten sind einfach im beim Erebor. Normalerweise würden auch Dori und Dvalin am Erebor sein. Zwei sind tot, nämlich Balin und Ori. Die sind in Moria gestorben. Oder sind es, nee, sind drei, glaube ich. Ich glaube, es ist noch einer gestorben, aber ich weiß gar nicht welcher. Oin? Ja, Oin ist, genau, Oin und Ori sind, oh nee, Ori bin ich mir nicht sicher, aber Oin auf jeden Fall ist auch in Moria gestorben. Was er der Onkel von Gimli ist, beziehungsweise Gloins Bruder halt. Und ich fand es immer total merkwürdig, dass Gimli einen totalen Fick drauf gibt, dass Oin gestorben ist, aber total traurig drüber ist, dass Balin gestorben ist. Balin ist eigentlich nur ein entfernterer Verwandter oder jetzt nicht die allernächste Verwandtschaft zumindest. Und Oin ist halt der direkte Onkel, aber das hat ihn überhaupt nicht gejuckt oder da hat er überhaupt nichts zu gesagt. Naja, egal. Was soll's. Wir werden jedenfalls beim nächsten Mal weiter nach dem Nazgul suchen. Ich kann schon mal versprechen, im Buch 5 wird die Suche nach dem Nazgul abgeschlossen sein. Denn ab Buch 6 werden wir uns mit den ganz großen Sachen im ersten Band beschäftigen. Mit den ganz großen Thematiken. Da wird es dann nämlich nach Angmar gehen. Ja, aber mehr verrate ich dazu nicht. Das werden wir uns dann alles beim nächsten Mal anschauen. Ich weiß gar nicht, ich glaube, das 5. Buch ist auch nicht allzu lang. Naja, mal sehen. Auf jeden Fall, wir sehen uns beim nächsten Mal. Gehabt euch wohl, macht's gut und tschüss. Ich war euer, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, ne? Bye, bye.